Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Moin Leute, Feelings. Mein Name ist Knut Knödel. Ich war gestern. Ich war beim Arzt gewesen. Ich habe irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, ich, also eigentlich wollte ich eine Annonce schalten, aber ich habe ja einen Podcast. Deswegen kann ich das hier machen. Ich suche ein WG-Zimmer, äh, 20 Quadratmeter groß in einer Gemeinschaftspraxis. Also ich habe ja, es gibt ja ganz viele Praxen in Berlin, die sind mega groß, und ich hätte gerne in so einer Gemeinschaftspraxis ein kleines Zimmer. Wo ich denn wohne, damit ich nicht immer denn äh, zum Arzt äh, fahren muss. Dann bin ich nämlich gleich da. Oder über mir macht, nee, unter mir macht eine Arztpraxis auf und dann habe ich wie bei der Feuerwehr so ein, weißt du, wo die so durchspringen. Also so, die haben so eine Stange, da ist ein Loch im Boden. Eine Stange und dann rutschen diese runter, und da dass ich dann da runterrutsche und dann in der Gemeinschaftspraxis bin oder sagen wir mal beim Zahnarzt direkt auf dem Stuhl sitze, weil 90 meiner freien Zeit verwende ich nur damit, dass ich irgendwo zum Arzt fahre. Gestern war ich beim Ottopäden die otto, -Päden, otto, otto -Päden, o t t o wer nicht weiß, wie man das schreibt, Orthopäde. Und kennt ihr, kennt ihr diese Situation, dass du auf Menschen triffst, mit dem du dich nicht verstehst, aber nicht? Also jetzt äh, 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 dass du den jetzt scheiße findest oder so, sondern also alles ist gut. Er ist ein guter Mensch, man selber ist ein guter Mensch, aber man versteht sich nicht. wie als wenn eine Chinese mit einem Araber redet, aber in Landessprache jeweils und man also weißt du nur diese also man versteht sich nicht und äh, er war auch so er war so belehrend er hatte denn er hatte mir ich muss zum MRT diese röhre da äh, und, und dann erklärt er mir MRT und ich meine wer noch nicht weiß jetzt nicht nicht dass er jetzt euch erschreckt dass ich jetzt illusionen zerstöre in diesem jahr weg 50 Jahre alt also ja ich bin ja nicht so jung wie ich aussehe. Ich, als 49-jähriger Mann erklärt er mir das MRT, dass man in so eine Röhre kommt und dann immer so auch so, so klugscheißerisch wie so ein Oberlehrer äh, Tattoos haben Sie Tattoos? Ich sagte nein äh, und er ja wenn Sie Tattoos haben. Und in so ein MAT-Schirm werden, was passiert? Und so hat, ich, ich, ich hasse so eine Scheißfrage, was war ja was, was passiert? Ja, okay. Und dann war das so wie. Ich habe mir da einfach gedacht, ich bin bei Günter Jauch und frage ihn dann, ja, äh, Sie sind bestimmt weltweit der Einzige, der mir das jetzt erklären kann, was jetzt mit meinem nicht vorhandenen Tattoo in einem MRT passiert. Und er sagte, irgendwas von Sonnenbrand. Also man kriegt da Sonnenbrand von, weil da ist diese äh, Farbe, Es geht ja um magnetisch. Ne? Deswegen sollst auch kein Schlüsselbund MRT mit reinnehmen. Da, die Farbe da sind irgendwelche Eisenpartikel oder irgendein Scheiß ist da drin. Man kriegt auf jeden Fall Sonnenbrand. Also alle zu Informationen, wo ich da halt die fresse. Jetzt, was habe ich denn jetzt überhaupt? Und ich habe einen äh, Meniskusganglion. <laughs> Ganglion, das hört sich erstmal an wie so eine außerirdische Lebensform äh, von Raumschiff Enterprise, weißt du, dass so äh, überall steht, die außerirdischen landen. <laughs> Und man fragt, weil, ja wer denn Ganglion? Und dann fragt man ja, wo? Wo sind die? Äh, die sind im Knie. Die sind in der Knie. Die nutzen die Patella quasi als Schutzhelm. Oh, ich sehe schon äh, Susanne Daubner der Tagesschau. Wir haben nur eine Chance gegen die Außerirdischen uns äh, zur Wert zu setzen. Schießen Sie sich alle jetzt sofort in die Kniescheiben rein. Und ja, jetzt zeigst du ein Ganglion und, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Egal. Also, ich muss jetzt zum MRT und dann wird das rausgeschnitten. Ach so, und dann muss ich ins Krankenhaus. Ich hatte gesagt, das ist mit Krankenhaus verbunden. Und deswegen wollte ich schon mal sagen, dass es also heute, die Folge heute bis, äh, also, Feelings ausfällt von jetzt bis von 2024 bis 2035 ungefähr, weil natürlich die Operation sehr aufwendig ist und denn Rea. Die Reha, ich muss ja eine Reha. das Knie muss ja wieder in, in, in Schwung gebracht werden. Ähm, das wollte ich nur sagen. Ganglion ist übrigens, da hat man eigentlich, hat man das so, ihr kennt das vielleicht am, 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 am Handgelenk. Das ist so eine, das ist eine, eine Ziste mit Wasser, die sich da füllt. Das ist so eine, wie so eine Wasserbombe. Es ist eigentlich. Komplett für den Arsch. Das ist auch so. Man wird älter und kriegt dann so Krankheiten, die komplett ätzend, diese so für den Arsch sind, diese so völlig, wo kein Nutzen drin ist. Weißt du, früher noch in Neukölln. Kopfschuss zum Beispiel. Dann bist du ins Urban gefahren, die haben sich alle gefreut, haben gesagt, Mensch, toll, hier wieder ein Kopfschuss und so, boah, glatt durchgegangen, durchs Gehirn. Das Gehirn ist zerstört, aber komischerweise benehmt sich genauso wie vorher. Tolle Sache, denn wurde genäht irgendwie da, weil da, da hast du was zu erzählen gehabt. Da hast du gesagt, ich wurde angeschossen irgendwie am Cottbusser Damm oder was. Und heute hast du eine Wasserblase am Knie. Also weiß ich nicht. Hätte ich einen eigenen Podcast, ich würde so eine Geschichte zum Beispiel nicht erzählen, weil es langweilig ist. So, wir fangen jetzt an! Was schreik eigentlich so? Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja. Ach, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Felix. So Maske ab Karneval. Ach! Hallo! Dich erkenne äh, ich. Oh, zum Glück. Äh Michaela Schafrat. <laughs> nee, wie? Doch. Fast, fast. Ich bin wie? froh, dass du Michaela sagst. Die meisten sagen immer Michaela. Das regt mich total auf. Michaela Schäfer. Richtig, Michaela. Michael Mi nee, Michaela Schäfer. Ja, Schäfer? genau. Schäfer. Schäfer? Schäfer. Und Schafrat? Ja, fast. Wer war Schafrath? Äh, Gina Wild. Ach. Kennst du noch Gina White? Ja, na, natürlich, der Pornostar. Ja. Meine Zeit. Ja, meine auch. Hieß sie auch Michaela? Äh, nee, die hieß äh, Michaela. Michel, na, sag doch. Ja, total. Michaela sagt ja, doch. Michaela Schaffra, da Ja, alles durcheinander, gesagt. total. Aber ja, cool, <laughs> Mensch. Weil Ich hatte schon voll Panik, dass du mich nicht mehr erkennst. Weil es doch, ist, na, ach so, jetzt. Yes. Ja, an die Redaktion. Habt ihr euch das schön leicht gemacht? Habt ihr YouTube geguckt? Du warst doch bei YouTube jetzt. In meinem YouTube-Retro-Kanal haben ja. wir dich nochmal abgeschossen. Ja, genau. Michaela schaffrat Nee, Michaela Schäfer. <laughs> genau, richtig. Haben wir ein Namensschild für Frau Schaffrat, dass wir ein schönes Namensschild drauf haben, wo Schäfer drauf steht? Danke. Weil wir haben uns ja, äh, ja das letzte Mal, glaube ich, vor zehn Jahren gesehen. Ja, ja. da hatte ich noch volles Haar gehabt, da musste ich noch nicht färben und alles. Du, ich sah da auch noch ganz anders aus. Ja? Deswegen, ja, kleinere ja, das sieht Brüste, aber gut aus. kleinere Lippen, äh, nicht so krasse Wangen, aber schwarzhaarig war ich. Deswegen wusste ich nicht, ob du mich noch erkennst. Naja, natürlich. Ich gucke ja auch Ach, hier schön. so diese äh, Reality-TV. Ach, guckst du wirklich? Sagt man eigentlich Trash oder ist das abwertend? Ähm, viele sagen, dass es abwertend ist. Ich finde es überhaupt nicht abwertend. Also, ich finde Trash-TV, äh, sage ich selber, ich bin trash -Star. Ja. Ihr guckt es. Ja, ja. Naja, ich, oh, ich, na ich weiß auch, dass du Brustwarzen hast in Herzform. Falsch! Du bist nicht up to date. Wieso? Was? Mensch, aber, nee, wer hatte denn jetzt? Jemand <laughs> ja. aus dem Team oder? <laughs> nee, ich habe schon äh, einzigartig du? Brustwarzen. Ja, aber nach sieben Jahren, man sagt, ja haben das verflixte siebte Jahr. Ach so. Dann sollte man was wechseln. Und äh, ich habe jetzt äh, Kussmundnippel. Kussmund? Ja, ich würde dir ja super gerne zeigen, aber ich darf ja immer nie. Naja, ist ein Podcast auch für den Arsch, weil den, den, man es ja nicht ähm, Ich weiß, ja, ja, du warst, jetzt überlege gerade. Wir haben, haben das letztens doch bei YouTube, haben wir das Torilan. Äh, das war Krömer Late Night Show. Noch. Ja. Und pass auf, ich kann mich daran erinnern, Zerda Sumunju war auch mit dabei. Ja. Und ich weiß noch, dass ich ihnen vor der Aufzeichnung äh, gesagt habe, pass mal auf, lass mal abquatschen jetzt, wenn jetzt Frau Schäfer kommt, <laughs> dass wir nicht auf diese Erotik-Sache gehen, ha ha da ist eine Frau, die zieht sich nackt aus, weißt du, so, dass wir pubertären Humor weglassen uns auch nicht lustig machen über dich, sondern dass wir so machen, als wenn wir dich verehren und toll finden. Also ich muss sagen, ich habe auch unser Gespräch nur positiv in Erinnerung. Ist so, wa? Ja, also komischerweise, ich hatte ja auch gedacht, du machst mich voll fertig, aber ja, mich macht irgendwie natürlich keiner das, fertig. Das wäre das einfachste gewesen. Ja, das ist das einfachste und auch natürlich das billigste. Aber mich kann man nicht fertig machen. Warum nicht? Ich glaube, weil ich mich selber wirklich, das ist kein Spruch wirklich nicht ernst nehme. Ja. Und ich finde es ja selber irgendwie witzig, wenn Leute auch Witze über mich machen. Also sogar ja, auch eine Nick hat René mich nie fertig gemacht. Ja. Und die macht ja nun jeden fertig. Ja. Und was bist du jetzt vom Beruf? Erotikmodell. Sagt das noch? Oder ist das was, was? Was meine Oma. Ist. Dann, äh, mannequin. Äh, naja. Erotik-Mannequin. Ich bin eigentlich Reality-Star, Trash-Star. Ja. Ich bin Cam-Girl. Aber was warst du, als du bei äh, Krömer Late Night warst? Vor zehn Da gab es ja Trash-TV nicht und Reality-TV gab es auch nicht. Na wat doch, was? dadurch bin ich ja eigentlich bekannt geworden. Dadurch bin ich ja auch in deine Show gekommen. Ich habe mich so du? gefreut. Und was hast oh. du da gemacht damals? Äh, Dschungelcamp. Ach. Ja, das war mein Durchbruch. In welcher, wer war noch dabei? Zwei, drei Namen? Äh, Brigitte Nielsen? Ja, natürlich. Ja, ich glaube, das ist so die bekannteste. Ja, ich gesehen. Ja, ja. Mhm, genau, und das ist eigentlich mein, mein Durchbruch. Was also, geht los da rein? Richtig. Brigitte Nielsen. Also, eigentlich hat sich äh, mein Beruf gar nicht verändert. Und ja. Ich äh, will auch gar nicht, dass er sich verändert. Also, wenn wir in 20 Jahren nochmal sprechen, ja. dann bin ich 60. Du bist, äh, du hast gerade gesagt, du wirst 50, also 70. Ich bin dann auch 60. <laughs> Weißt du? Ja, ich und dann. Ich habe mich äh, dann auch umoperieren lassen vom Gesicht her, das sieht dann aus wie 60. Aber ich finde das cool, dass ich wusste gar nicht, dass du wirklich dieses Jahr einen runden Geburtstag feierst. Ja, 50. Ich habe dich ja zu meinem eingeladen, zu meinem 40. Geburtstag. Ja, wann? Der war jetzt im November, ich wurde 40. Puh, und wie hast du mich da ein, hast, hast du aus dem Fenster gerufen? Oder? <laughs> Nein, über meine, äh, also. Äh, PR-Agentin, die das ja. Ganze organisiert hat, habe ich gesagt, ich will, dass Kurt Krömer kommt ja. und dort äh, was äh, vorspielt, irgendwas Cooles sagt. Weil was, ich so vor? was soll ich denn vorschlagen? Ja, irgendwas, was, so Stand-up-Komedien, irgendwas Cooles, dass was den auf Geburtstag ja, auftrete? Wollte ich wirklich. Ja. Naja, vielleicht war ich auf einem anderen Geburtstag und bin mhm. da aufgetreten. Ich ja. sowas ja oft. Na, ich habe schon Bei gehört, Bei mir ist du ja, bist ja, mich schreibt an man an. einfach nur an und dann komme ich zum Geburtstag. Davon ja Von ich <laughs> hauptsächlich. Das einzige, was nervt, ist der Podcast, weil da bin ich dann immer weg vom Marktkurs. <laughs> ja, aber vielleicht dann zu meinem 50. Oder vielleicht lädst du mich ja zu deinem 50. ein. Jetzt habe ich gerade, ich habe jetzt, wann habe ich das geguckt? Letzte Woche gibt es jetzt neu auf Amazon äh, 50. 50? 50, die sind, wo 50 Reality-Stars mit dabei sind. Ach, ja. Warum bist du da jetzt nicht? <laughs> Jetzt fällt es mir gerade auf, alle sind da, außer <laughs> du, weil das, sonst hätte das 51 heißen müssen, oder was ist das Problem? Äh, zu wenig Geld. Ja? Ja. Also ich äh, hatte die Anfrage und es gab echt wenig Geld. Es wurde zwar gesagt, jeder bekommt das Gleiche. Ja. Das ist ja nun die gleiche Lüge wie äh, <laughs> ich hatte den Zahlendreher bei der Überweisung, äh, ich setze mich morgen ran, das Geld ist unterwegs. Ich glaube wirklich, dass da jeder das gleiche bekommt. Glaube Meins, ich schon. Glaub ich nicht. Doch, doch, ich glaube es wirklich. Und wie lange ist die Laufzeit? Fünf Wochen wärst du denn weg gewesen? Nee, vielleicht zwei oder eine. Ich. Vielleicht, ich, ich fliege ja auch immer relativ schnell raus. Ich bin immer nicht so begabt in Spielen. Ja. Äh, deswegen glaube ich, wäre ich schnell wieder raus. Was für Spiele? Rechenspiele oder <laughs> nee, Allgemeinwissen? So, <laughs> nee, Allgemeinwissen bin ich eigentlich gut, aber es wird ja nie abgefragt, weil das ja dann wieder für die Zuschauer vermeintlicherweise zu langweilig ist. Da muss ja. man mal so Actionspiele spielen. Allgemeinwissen wäre ich gut. Und aber so. Kampf der Reality Stars, habe ich dich auch nicht gesehen? Nee, auch nicht. War mir auch, auch zu wenig Geld? Sommerhaus der Stars? Da war ich. Guck Hä? mal, zu mit dir komme ich sogar ohne Geld. Also da ist schon da Was? Du haben wir nicht 10.000 Euro <laughs> aufgeboten? <auch> <laughs> aber ist dauert aber was. Der Podcast dauert auch zwei Wochen, das weißt mhm. du, ne? Das ist, weil wir das alle mühsam zusammenschneiden. Ja, verstehe. Ich war aber auch bei mir um die Ecke, ich wollte auch mal wieder herkommen. Deswegen Sommerhaus der Stars, mit wem warst du da? Mit ähm, Bert Wollersheim. Also, es war jetzt nicht mein Partner. Ach, der Puffbesitzer aus Düsseldorf, mhm, genau. Der jetzt pleite ist. Genau. Weil das hast der du Puff gesagt. nicht mehr läuft? oder? Ja, du, ich will hier nicht zehn Klagen haben nach dem Podcast. Wieso? Der Puff ist doch nicht mehr. Also, weiß Wollersheim ist pleite, oder <laughs> Weiß was? ich nicht, ob der pleite ist. Weil er alle in Klamotten investiert hat. <laughs> oder in seine Frauen. Hm. In Sophia Wollersheim. Mit Wollersheim im Sommerhaus Jetzt reden wir über das gleiche Format. Die guckt doch das immer alle. Ja, das habe ich auch Ich war ja dabei. <laughs> ja, Wollersheim, Patricia Blanco war da. Äh, pff, wer war denn da noch? Ja, weiß ich schon gar nicht mehr. Und äh, warum, warum ist das so ein Erfolg, dieses Reality-TV? Ich glaube, weil sich dort Menschen äh, irgendwie auch ein bisschen peinlich benehmen, bloßstellen, ja. ähm, alles machen für Aufmerksamkeit. Das ist immer so Sendezeit, ne? Mhm. Ist das neue Wort, was ich gelernt habe. De, ja. Der machte oder sie machte nur für Sendezeit. Ja, genau. Aber das ist ja auch der Job. Also ja. letztendlich sollen wir ja auch performen und unsere Macken nach außen kehren. Und deshalb ist man ja dann auch erfolgreicher, Reality star Und ist das, ist das denn, also gehst du da bewusst rein, dass du sagst, jetzt bin ich mal richtig peinlich? Oder ist das so, äh, so unfreiwillig, dass man sagt, ich werde einfach gefilmt und durch einen dummen Zufall ist das irgendwie alles immer peinlich? Also, du wirst ja eh erst ein guter und erfolgreicher Reality-Star, wenn du ein bisschen peinlich bist. Also, ich kenne keinen Reality-Star, der überhaupt nicht peinlich ist. Aber bist ehrlich, du peinlich? Ein bisschen, aber ich finde peinlich nichts Schlimmes. Es aber wird was ja oft ist bei so dir jetzt abwerden. peinlich? Ähm, na, dass ich manchmal, also glaube ich, aus dem Effekt heraus, ja, manchmal ein paar. Blöde Sachen sage, klar, auch meine Freizügigkeit. Ja. Äh, aber ich finde, ihn peinlich, das hat so einen negativen Touch, aber wir alle sind doch so ein bisschen peinlich. Es gibt doch Situationen. Du, ich, liebe, auch. ich liebe peinliche Situationen. Ja, na siehst du. Also oh, du, bei mir einem, selber oder bei anderen. Oh, du in einem Format. In welchem Format könntest du dir denn vorstellen, mitzumachen? Im Garkeim. <laughs> Na komm. Nee. Ich hab, also weißt du, warum ich das gerne gucke, so Reality TV? Weil ihr Sachen macht, die ich niemals machen würde. Weißt Welche du? Naja, denn? Äh, wie ich den Freund, die Freundin vor die Kamera ziehen, äh, ein EB-Team zu Hause bei sich reinlassen, <laughs> über Beziehung öffentlich sich streiten, mit einem Partner, Partnerin, sich öffentlich trennen, äh, sich trennen und öffentlich wieder zusammenkommen mit dem Nächsten. Also ich guck da gerne zu. Das ist wie so ein Autounfall, <laughs> weißt du? Aber selber, ich, ich, ich würde die rausschmeißen, weil bei mir zu Hause eine Tür klingelt und da ist ein RTL-Team und will mich filmen, dann ich würde von der Schusswaffe wie machen. Ah, das musst du doch auch gar nicht machen. Naja, aber dann ist das ja nicht mehr so spannend. Das ist doch gerade das Lustige bei euch, dass, dass ihr, da ist ja alles, es ist ja alles möglich. Ja. Ihr werdet operiert, dann ist da ein Team mit dabei. <laughs> weißt du, die ja, Hochzeit, jetzt war irgendwie, wie heißt die, äh, die hat die heiratet in Las Vegas. Gina Lisa. Gina Lisa Lofink heißt kennst die, dich ne? ja auch. Ich war enttäuscht. Hast du die gesehen? Hab ich nicht gesehen. Nee. Do wollen wir Spoilern? Wir spoilern, jetzt hat nicht funktioniert. Ja, aber es war doch klar. Du guckst dir zehn Folgen an und dann sind alle schon in Las Vegas. Sie hatte <laughs> dann sich entschieden für eine Frau und für einen Mann, hat dann gesagt, ich kann mich nicht entscheiden, kommt mal beide mit. Ach. Und dann sind drei Leute waren in Las Vegas und sie sagte zum Schluss, ach, wisst ihr du was, äh, doch nicht. Ja, aber das war doch klar. Also ich habe nie daran geglaubt, dass sie wirklich heiratet. Hallo? Das ist sie scripted? Nee, das glaube ich nicht, aber vielleicht hat sie auf den zweiten Teil gehofft. Hä? Nochmal Kohle abkassieren. Aber Zweite Staffel. Ist das nicht das Skript? Ist die oder? Nein. Wusste uns da keiner Bescheid? Du, wenn die Leute peinlich genug sind, dann musst du wirklich nicht skripten. Wirklich. Deshalb wirst du ja so gecastet. Ist es so? Ja, ja. das ist so Selbstläufer. Also Na, man klar. spart sich eigentlich Autoren noch. Ja, absolut. Aber ich würde dich trotzdem super gerne in dem Format sehen. Und ich bin mir sicher, dass wir dich mal in einem sehen. Irgendwann ist soweit. Nee, glaube ich. Ich habe so viel zu doch, tun. Ich doch. habe hm. so viel zu tun. Temptation Island finde ich auch noch geil. Hast du da auch mitgemacht? Nee, da habe ich schon. Das ist für mich tatsächlich, ach, mit meinem Freund da rein. Ist dein Freund in der Öffentlichkeit? Äh, nee, der ist nicht in der Öffentlichkeit. Der nee. will auch nicht. Ähm, also, puh, das Geld reizt ihn schon. Ja. Aber wir haben wirklich immer auch so Anfragen von Temptation Island. Und bis jetzt bin ich ehrlich, ich habe auch Sommerhaus der Stars gelernt. Also durch Sommerhaus der Stars ist ja meine intakte Beziehung kaputt gegangen Wer war, damals. Ich kann mich an diese Staffel nicht erinnern. Wann waren denn? Das ist schon ein paar Jahre her. Kannst du dich echt nicht dran erinnern? Nee. Ich war da mit dem Österreicher, dem Felix Steiner. Felix Steiner. <laughs> ja, die kannte mal, man halt hört auch nicht davor. Gut an. Nee, nicht. Und danach war dann äh, aus. ne Wenn ihr euch gestritten habt dann? Ja, gut, wir haben uns auch davor gestritten, aber es war einfach nicht gut, jemanden, der nicht aus dem TV-Bereich kommt, ja. eben in so ein Format mitzuziehen. Das war sehr dumm von uns beiden. Ja. Er ist ja sehr blauäugig auch rangegangen und deswegen sage ich immer: Nee, mache ich nicht. Oder da, weiß ich nicht, pfuh, da muss ich schon richtig krass Geld brauchen, also hm. so richtig schlimm schon. Im Minus sein. Das ist aber auch oft ein Grund, oder? Bei mhm. Reality Stars, dass sie sagen: Naja, ich kann mich finanziell sehen, darf ich mich ja nicht fragen, ob ja oder nein, ich muss mhm. das machen. Ja, wir brauchen Geld. Dann ist es aber traurig, Geld. oder? Ach, naja, es ist ja irgendwie wie alle arbeiten ja auch für Geld. Also viele haben natürlich das vielleicht ausgesorgt, müssen ja. nicht mehr für so viel Geld arbeiten. Gibt es um. schon? Gibt es Reality Stars, die ausgesorgt haben, die so viel Reality Shows mitgemacht haben, dass sie. Nee, ich glaube nicht. Also meistens sind ja Reality Stars auch überhaupt nicht sparsam, ja. äh, feuern alles raus, was sie haben. Nee, das, und du kannst ja auch nicht reich werden durch Reality. Muss man ja auch sagen. Gut, vielleicht eine Daniela Katzenberger. Da mhm. könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, die hat schon ihre Kohle auf der Kante. Ja. Aber sonst, ich meine, kennst doch die Gagen vielleicht von Reality TV? Da wird man doch nicht reich. Ich kenne die nicht, aber ich kann mir vorstellen. Äh Klar, wenn du auf Sendezeit aus bist, dann machst du das auch für umsonst. <laughs> das war doch der eine. Der eine hat doch irgendein Format mitgemacht, hat gesagt, ich mach mit für einen Euro. Krass, du kennst dich echt aus. Natürlich. Oh, das ist heftig. Wer, wer war das? Serkan. Serkan bei. Ich, äh, irgendwas. Kampf der Reality Stars. War so, ne? Ja. Ja, ja. Und da dachte ich, das ist traurig. Glaubst du das, dass es stimmt? Ja. Ich glaub das ja ich, immer. Nicht. Reality Stars würde ich das glauben. Wenn ich das jetzt sagen würde oder ein Kollege von mir, dann würde ich sagen, du spinnst doch, hör auf zu lügen. <laughs> bei dem oder bei, bei Reality Stars würde ich sagen, klar, Sendezeit. Ja, aber er ist ja auch kein wirklicher Reality Star, der sehr kann. Ist er nicht? Nee. Der ist bei den 50s dabei. Ja, und ich nicht. Scheiße, ey. Ey, wenn ich jetzt nicht in die zweite Staffel komme, <laughs> ja. dann bin ich noch nicht mal in den Top 100 dabei. Weißt du, das ist ein Dilemma. Dann bin ich raus. Gibt es dann, meinst du, gibt eine zweite Staffel? Ich kann mir das schon gut vorstellen. Nochmal 50 neuen Reality Stars, ja. das sind doch jetzt schon alle. Hallo, ich war auch nicht dabei. Mein lieber Freund Julian F.M. Stöckel war auch nicht dabei. Sophia da Wollersheim auch nicht, Georgina drei, auch nicht. Gina Lisa vier. auch nicht. Ey, ich krieg da noch sonst viel, viel zusammen. Die vor. <laughs> Vier, heißt es denn? Ja, da gibt es doch noch genug, so. Die zweite Staffel 50s mit vier. Die <laughs> fantastischen vier. Oh, ähm, Mann. <laughs> und wie lange, ich, das habe ich mich manchmal auch, äh, frage ich mich, wenn ich so Reality Stars sehe, die sind äh, sehr jung oftmals. Haben sehen toll aus, haben einen tollen Körper, trainiert, klamottentechnisch, sehen die gut aus. Kann ich das noch machen, wenn ich 60 bin? Gute Frage, die habe ich mir letztens auch gestellt, ob ich dann noch Jobs habe als Reality-Star. Ja. Ich glaube nicht. Oder ist das immer so ein, wird das immer mhm. nachgecastet und die Produktionsfirmen sehen zu, dass die immer so um die 20 bis 30 mhm. bleiben? Ich glaube ja, ich glaube, dass man in hohem Alter keine Chance mehr hat, in Formaten mitzumachen. Es ist ja denn, die brauchen den Quotenalten. Haha, <laughs> der ist ja immer dabei, ja. ne? gerade im Dschungelcamp. Ähm, aber. Weil man wird ja auch zickig mit dem Alter. Also ich ja. merke es an mir. Wirst du zickig? Ich werde immer zickiger, immer schwieriger. Peinlich, zickig haben wir jetzt ja, schrecklich, schon. Oder? Schrecklich, oder? Oh, aber wenigstens sehe ich geil aus. Und selbstbewusst. Ja. Bist du auch. Ja. Naja. Hm. Musst du auch, ne? Muss man doch. Ja. Ist ja viel cooler, so durchs Leben zu gehen. Und muss ja auch keiner sagen, ja, du siehst geil aus, weil ich weiß es ja. ja. Ist sowieso dass bei <laughs> Frauen und Männern, die geil aussehen, die du dir ja nicht gesagt bekommen, weil die anderen <laughs> immer denken... Das, das sagt man dir sowieso tausendmal am Tag. Und ich finde das, ja, das ist das, das Leid der schönen Leute. Und ich finde ja, ich meine Unterschied zwischen geil aussehen und schön. Ich sage ja nicht, dass ich schön aussehe. Ich was sag ist ja, geil? Also was? Wie na na du geil, das finde ich einfach so dieser, dass man hinguckt, ja. dass man irgendwie so Also ein, so wie ein Blitz du hast heute ein wunderschönes, so ein Palettenkleid an, ja, was sehr sexy schön. aussieht und glitzert. Dankeschön. Geschminkt schön. bist du auch, aber dezent, würde ich mal sagen, oder? <laughs> Wenn du wüsstest, oder, wie lange ich in der Maske war. Oder aufwendig <laughs> geschminkt, damit es nach nicht ja, so viel aussieht. Zwei, drei Stunden hat schon gedauert. Zwei, drei Stunden? Ja, mit Haare. Ich bin Ersatzteillager. Hier, das konnte ich mir jetzt abziehen. Dann habe ich hier überall Clip-Ins drin. Das ist ja wie bei einer Drag Queen, denn? Eigentlich schon. Die brauchen auch zwei, drei Stunden. Ja, ich glaube, die brauchen noch nicht mal so lange. Die sind doch schon so geübt. Ja, aber ich sag einfach, ich muss mich halt gut finden. Aber ne? Was machst du denn alles? Na, ich mach das gar nicht. Ich habe ein make up Artist. ich kann mich nicht schminken. Ich laufe ja sonst komplett ungeschminkt rum. Du ja? hättest mich mal sehen sollen, als ich heute Morgen hier angekommen bin. Du, da hat sich keiner nach du Heute, mir heute vorm Podcast sie schminkt? Ja. Für die zehn Sekunden, Videos, die wir ja. <laughs> haben. <lacht> Ja, mache ich immer. Wärst du Unischminkt gekommen oder hättest du gedacht, das ist, da fühle ich mich nicht wohl? Nee, da fühle ich mich nicht wohl. Ich finde es ja auch mal schön, weißt du, irgendwie so ein bisschen Diva zu sein, ein bisschen ja. glamorous. Ich mag das, weil mein Leben normal ist, total normal und ja. das ist auch schön so und deswegen genieße ich auch mal die Momente, wo ich auch einfach mal ein bisschen auftrumpfen kann und jetzt auch hier sitzen kann, ja. total overdressed. Ich finde das cool. Ich finde, also gerade, was sagst du zu Berlin und Fashion so? Habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung also von Fashion. Also wie laufen Berliner innen rum? Du weiß ich, ich ein bisschen. Ich finde immer so. so, ne? Rotzig, ne? Ja. Jogginghose und ab auf den ja. aber, aber so laufe ich auch rum. Ja, ich, immer ja, ich auch. Ich immer auch aber ich meckere so. denn auch. Ich, mecker, also ich renne genauso rum wie so ein Schlumpf. Und mecker Na dann jetzt, aber. Ne? ist ja auch ziemlich, ziemlich normal, ne? Ja. Aber sieht sportlich Pff. und Jeans, dynamisch Pulli, aus. Ja, äh, ist die Laube. Ja. Aber ich finde, Berlin ist keine schöne, also keine modische Stadt. Hier ist vielleicht so Fashion Week und so, hier sind ja. auch äh, Fashion Designer unterwegs. Aber dass die Berlinerinnen jetzt modisch, elegant sind. Nee. Nee, das war in Paris sie nicht. gewesen. bis da so lang gelaufen? Der Pariser an sich, wenn der Schrippen gehen holt, denn, denn, dann zieht er sich einen schönen Anzug an, brezelt sich auf. Ich glaube, ja. das ist das, was du meinst, ne? dass man sich einfach, also dass man sich schick macht, dass man sagt, ja. na, warum soll ich jetzt hier... Aber zum Schrippen holen, aufbrezeln. Finde ich auch ein bisschen too much. Naja, oder? übertrieben jetzt, aber wenn du, wie ich, an Kuda mir ist und Kaffee trinken hier denn dann machst du dich ja auch hübsch, oder? Nee, mache ich nicht. Nee? Ich mache mich, ähm, nö, ich mache mich eigentlich nie hübsch, außer wenn ich halt einen Job habe. Und sag mal, Frau Schäfer, wo kommst du eigentlich her? Also, wo bist du groß geworden? Groß geworden in Berlin, äh, marzahn hellersdorf Wow. In eine Platte. <laughs> ja, in der Platte. Richtig schön in eine Platte. Richtig schön, Hochhaus. Und du bist, hast ja selber verraten, denn hast du noch in Ostberlin, bist du geboren. Mhm, genau. Und. Äh, ja, naja, geboren nicht, geboren in Leipzig. Ja. Aber seit meinem zweiten Lebensjahr wohne ich oder bin ich dann nach Berlin gezogen. Und was war dein Berufswunsch? Also was hast du, hast du Abitur gemacht? Nee. Ich auch nicht, hab egal. Nicht. Und nach der 10. Klasse, was hast du gemacht? Ich ähm, wollte immer berühmt werden. Ja. Ja, und habe dann aber erstmal eine Ausbildung gemacht zur pharmazeutischen Assistentin ah, ja, okay. in einer Apotheke. Und danach äh, sofort äh, einfach nur gejobbt, also ja. Garderobe, gekellnert, alles Mögliche, äh, weil ich halt diesen großen Wunsch hatte, im Medienbusiness erfolgreich zu ja. sein. Und äh, ja. Und das hat ja dann auch dann irgendwann geklappt. Und 2012. wie hat es geklappt? Also ist jemand auf dich zugekommen, hat die gesagt: Hier, du wirst jetzt berühmt. Nö, ach, damals äh, gab es ja auch kein Social Media. Also da musste man ja war man noch wirklich abhängig auch von den großen Sendern, ne? ja. dass irgendeiner gesagt hat: Ja, du darfst jetzt mal einen fünf Minuten Beitrag irgendwie ja. äh, mitdrehen. Ähm, nö, ich habe einfach alles dafür getan, dass ich auffalle. Na, ich habe mich halt oft ausgezogen, hatte immer eine Affinität so zum Ausziehen, zum Körperkult. Ja. Und Weil du wusstest, dass das natürlich, also wenn wir jetzt über Medien reden, denke ich so an RTL-exklusiv oder so, dass wenn die jetzt irgendwo stehen, da ist jetzt eine Veranstaltung, roter Teppich, Leute gehen über diesen Teppich rüber, alle am Anzug an und jetzt kommt eine Frau, die hat nüchtern, dass <laughs> das, das natürlich äh, klickt. Ja, aber dass man weiß, wenn nie. ich mich nacken, also, also ich glaube, wenn ich jetzt mich nackend ausziehen würde und über einen roten Teppich gehen würde, glaube ich, wäre ein Highlight. Ob das jetzt ästhetisch alles so schön ist, ob noch alle da ist, wo es hingehört, ist jetzt mal eine andere Frage. Aber ich glaube, wäre schon die eine oder andere Seite weg, Titelseite. Nacktheit funktioniert immer. Ist also, so, wa? definitiv. Aber man bekommt ja gar nicht die Möglichkeit, weil Deutschland ist extremst prüde. Also ich bekomme ja gar nicht die Möglichkeit, auf einen roten Teppich zu gehen und provokant ja. äh, mich zu stylen. Weil ich bekomme ja ganz oft rote Teppichverbote. Ja? Ich, ich werde da kaum eingeladen zu großen Veranstaltungen, weil die ja Angst haben, dass ich eben zu freizügig komme. Teilweise ja. muss ich meine Kleider vorher dann abfotografieren. Den zeigen, was du anziehst. Wenn ja, du kommst. ich finde das ganz schlimm. Und was passiert jetzt, wenn du auf dem roten Teppich bist und man sieht deine Brüste? Was, würde jetzt? Was? Was? Wovor haben die Angst? Also dann werde ich vom roten Teppich geschmissen, ja. was mir eigentlich auch völlig egal ist. Mhm. Ähm, das ist eben, in, wenn man so die Met-Gala sich anschaut, kann Amerika, da können die alle provokant auflaufen. Und das finde ich dann so schade in Deutschland, dass hier immer so ein, so ein Aber in so ein Amerika ist doch, da sind die doch richtig brüde, oder? Also jetzt nackte Brust in Amerika gibt es doch Na, gar nackte nicht. Nackte nicht, aber die haben schon krasse Ausschnitte, dass das man hier schon viel sieht. Das wäre ja. hier, oh mein Gott. Ist das so? Ich, ich habe immer gedacht, dass, dass wir nicht so prüde sind wie die Amis. Ja, das wird immer gesagt. Aber praktisch und Theorie ist echt noch weit von entfernt. Ich meine, schau dir doch mal an, wie sich die ganzen äh, A-Promis äh, stylen auf dem roten Teppich. Ja. Nämlich gar nicht. Das ist doch schrecklich. Ja, nicht, weil sie ist wie die so rumlaufen. Eine andere Geschichte. Wenn ich so mir den Filmpreis oder so angucke, dann sind die immer so langweilt und dann denke ich immer, warum geht ihr überhaupt da hin? Ah, ich würde es in Deutschland komplett abschaffen. Da kenne ich mich noch nicht so aus. Keine rote Teppiche ich mehr, ja keine Preisverleihung mehr, nichts. auch gar nicht? Und wirst du, äh, wie wird das wahrgenommen? Wie war das früher, wenn du jetzt, sagen wir mal, 1995 nackt über den Teppich gegangen bist? Bin ich die doch nie. Halbnackt. Erotisch. Also, ja, so weit ich es rauf geschafft habe auf den roten ja. Teppich. Das ist ja ein Kampf immer, da überhaupt erstmal raufzukommen. Und, Und hat sich da was geändert von, von der, also von dem, was die Leute gesagt haben? War das früher schlimmer oder war das früher egal oder gewünscht? Ähm, naja, früher es war es irgendwie nie gewünscht, aber da war es noch was Besonderes. Ja. Jetzt ist es so, da komme ich mir wirklich teilweise immer vor wie eine Nonne. Jetzt ja, durch Onlyfans und so weiter ja. hat man ja das Gefühl, alle verkaufen ihren Körper. Verkaufen ist nicht negativ gemeint. Ähm, das ist nichts mehr Besonderes. Ich bin zu einer guten Zeit bekannt geworden mit diesem Wunsch. Die Weil Mutter der, der, der erotischen Präsentation oh, auf toll. roten Teppichen. Oh, das kopiere ich mir. Bist du bei Onlyfans? Nee, bin ich nicht. Ich, kannst du mir das erklären? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ich weiß... Bist du auch nicht da? Ich kann, wenn du jetzt da bist, kann ich dir folgen und dann zahle ich eine Summe an Kohle pro Monat. Und wenn ich Glück habe, schickst du mir ein Foto. <laughs> so ist es. Hast du keinen Account dort? Also, bei Onlyfans? Also so ein Spanner-Account oder nee, so? Nee, nee, nee. Ach komm. Ja, da muss ich ja nicht zahlen heutzutage, wenn ich da irgendwie spannern möchte. Ach komm, Nein. jeder hat ein zweites Account. Ich wo schwöre, er immer weißt du, was noch viel schlimmer ist, was ich dir jetzt sage, dass ich gar nicht weiß, wie das geht. Wie? So ein Spannerik? Wenn ich jetzt einen Account habe, muss ich ja einen neuen Account gründen mit ja. E-Mail-Adresse und allem. Nochmal ja. neu. Ja. Das kann ich ja gar nicht. Was? Kann ja. ich die einrichten? Ja, aber und dann Na Naja, aber schau mal, du bist ja jetzt auch nicht unbekannt. Das ist so. Du kannst doch nicht auf alle Profile einfach gucken, in die Stories gucken. Oder bist ja, du sicherlich auch blockiert von einigen, oder? Also ich weiß ich nicht, aber ich habe einige blockiert. Ja. Oh wirklich? Ah, bist du so ein Blockierer? Aber die, die sieht man ja dann auch nicht. Ach echt? Ich habe keinen einzigen blockiert. Nein. Nein. Aber du kriegst da ja bestimmt Zuschriften, die klar. grenzwertig sind, Na, oder? Logo, ich werde beschimpft und so weiter. Aber weißt du das gerade? Das Coole. Ich sag immer, Leute, ihr interessiert mich noch nicht mal so viel, dass ich euch blockiere. Ihr seid noch nicht mal ja. eine Blockierung wert. Was, das, was schreiben die da so? Weiß ich nicht, weil ich mich nicht mit solchen Menschen beschäftige dass du wieder dich erotisch gezeigt hast. Aber, dass was? ich blöd bin, billig, peinlich, eine dumme Kuh. Ja. Ach, weiß ich, weiß ich, was Menschen schreiben auf Instagram, weiß ich. Interessiert mich gar nicht, ich habe ja andere Sachen zu tun. Wie zum Beispiel heute bei dir unbezahlt hier zu sitzen. <laughs> hast du eigentlich <laughs> schon gesagt, dass das unbezahlt ist heute hier? Ja, aber spannend. Und bist du emanzipiert? Bist du eine emanzipierte Frau? Äh... Ich mag das Wort eigentlich gar nicht so, emanzipiert. Ich weiß. Pff. Weiß nicht, ich bin... Naja, eine, eine selbstständig denkende ja. Frau, die sich hm. von Männern jetzt, also die sich nicht im, 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 im Windschatten von, von, von Männern begibt, weil die das alles besser können als jetzt eine Frau. Oh Gott, ich finde ja dieses... Um oh. das mal schlecht zu äh, äh, erklären. Oh, ich finde das immer so ein bisschen anstrengend, wenn, wenn man, also man wird ja recht oft immer darauf angesprochen, müssen eine emanzipierte Frau. Ich denke, oh mein Gott, ich bin eine Frau von vielen anderen Millionen, ja, die, ja. die einen Job hat, die ihr Leben lebt. Aber du bist eigentlich, also du entscheidest ja für dich... Selber, was du machst, ja. was du nicht machst. Ja, aber ich bin natürlich nicht ganz unabhängig von Männern. Ne? Ich bin halt im Erotik-Business. Ja. Ich bin halt natürlich auch abhängig von euch Männern. Ne? Dass ihr Weil Männer im Erotik-Business die Mehrzahl sind. Also ja, ja. ich würde mal sagen 95 Prozent. Absolut, wenn nicht sogar also 98. Ich mein, Kennst du eine Frau, die Geld zahlt? Für Webcam. Also die Geld zahlen würde, um einen Mann nackt zu sehen. Nee. Ja, ich auch nicht. Es gibt auch keinen Puff für Frauen, oder? Wo man, mhm. also wo eine Frau mit einem Mann schlafen kann. Ja. Und da es die nicht gibt, würde ich mal sagen, ist der Bedarf auch nicht da. Weil sonst würde es sie überall gehen. Genau, richtig. Ja. Würdest du in so einen Puff gehen? Wie, und das für das Frauen, also wo du jetzt als Frau reingehst und da sind jetzt Männer, die stehen da an der Bar halb nackt <laughs> und dass du da hingehst und sagst, hier, du, bitte komm mal mit. Nee, nee, wäre für mich komplett unerotisch, weil ich ja auch weiß, dass sie gar keinen Bock haben mit mir. Ja. Dann pfeifen die sich eine Pille ein, dann ja. sind ja wie Roboter. Nee, das mag ich nicht. Trinken Alkohol, oh Gott, da kommst <laughs> Ja, genau, scheiße. Trinken noch Shampoos. Oh. Nee. Fünf Minuten ist es vorbei. Würde ich mir nie, fünf Minuten? Na, warum fünf Minuten? Wie kommst du nur auf fünf Minuten? Ich habe die übrigens. Na, bei Männern ist, wenn die, wenn die Sex <laughs> haben, ist ja fünf Minuten schon lang. Ist ja schon Wochenendähnlich? Ja, gut. Da, der normale Mann, wenn der Sex hat, wie lange braucht er? 1,30? Kommt drauf an, in welchem, wie, wie lange er schon mit der Frau zusammen ist. Am Anfang macht man ja noch ein Vorspiel. Ja. Da macht man sich ja eh so viel Gedanken. Ja. Rasiert sich noch die Beine und so. Zieht einen hübschen Schlüpper an. Ich habe zum Beispiel heute echt einen hässlichen Schlüpper an. Wie lange bist du mit deinem Freund <laughs> Fällt schon zusammen? Bin ein. Ich habe übrigens auch noch ein Geschenk für ja, dich. Aber wie lange bist du mit deinem Freund? Äh, fünf so? Jahre. Achso, nach fünf Jahren ist schon so weit, dass man sich hässliche Schlüpper anzieht, Nein, wenn man klar. in unbezahlte Podcast geht oder was. <laughs> Ja, der Schlüpper ist ja nicht so wichtig. Der muss bequem sein. Guck aber es ist wichtig. Ich bin ein ex herrenausstatter Ich finde eine Unterhose, ob bei Mann <laughs> oder Frau, ist schon wichtig. Oh nee, echt. Ich oh. finde das immer blöd, wenn Leute sagen, ja, ich ziehe den den, den Kackschlüpper an, der acht Jahre alt ist. Sieht man ja nicht. Weißt du? Nee, aber ich bin wirklich eine leider von der Fraktion. Ich habe kaum hübsche Unterwäsche. Ich finde auch die hübschen. Aber du bist Schlipper. doch Erotikdarstellerin. Ja, aber ich bin doch nackt. Ach so, naja, ja. aber du musst doch, du ziehst doch auch aus. Nö. Ich bin du bist gleich nackt. Ne? Na klar, hallo? Das, ich, ach, das ist doch affig. Warum also, muss ich als Mann dir jetzt sagen, dass es doch viel erotischer ist, wenn du jetzt noch schöne Wäsche anhaltest? Oder Blödsinn. zumindest noch ein Kleid. Das ist doch Blödsinn. Oh, das höre ich aber auch immer nur von Leuten, habe ich noch nie gehört. Ich gehe immer sofort nackt vor die Cam und alle freuen sich. Du bist, wir haben wir noch nicht drüber gesprochen, vor einer Cam. Ja. Also nicht bei Onlyfans, sondern... Wo sehe ich dich? Das ist wie Insta Live, ja. nur dass es nicht umsonst ist. Und wo, wie heißt es? Das heißt Susi Live. Susi Live. <laughs> ja. Hat sie auch einen Mann ausgedacht, wa? <laughs> ja. Wisst ihr, an ich gerade denken muss? An Texas Peggy. <laughs> Was? Da, da gab es früher diese Erotik-Hotlines. Äh, Und da war so eine <laughs> Frau, die hatte so ein, wie äh, im, 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 im Dschungel, Dschungelcamp, so ein Hut auf. Okay. Und die sagte, ja, ich bin eine Texas-Peggy, ruf mich an. Okay, Susi, wie? Susi Live. Okay. Ja. Und wenn ich mir heute Abend denn so einen Spanner-Account einrichte, <laughs> dann ich auf susi.com. Ja, auf susi live oder auf meine Website, da ist natürlich alles verlinkt. Ja. Aber ich bin ja nicht so oft online. Ja, da muss man schon immer, ähm, da muss man schon immer äh, schauen. Und was, was kostet mich das denn? Ähm, ach, es gibt auch Rabattaktionen, ist gar nicht so viel. Wie viel? Ach komm, lad dir mal. das Konto komplett auf. Ja, weiß ich ein paar Euro die Minute, vielleicht noch ein Euro die Minute. Gibt coole Aktionen. Und dann bist du denn sofort da oder wie? Also wie läuft dann Video? Nein, ich bin Jahre sofort da. Also ist das wie so eine wie eine Piepshow. Ja. Damals, wo man so in so einem, da war in der, in der Mitte war ein Rondell und da waren lauter Spiegel. Aha. In der Frau hat eine in der Mitte hat eine Frau nackt die tanzt. Und dann saß man in so einer Kabine drin und da ging so ein Rollladen hoch. Wenn du ich was das die kostet, eine Mark oder was, oh, eingeworfen oh. hast. Und nach drei Sekunden ging dieser Rollladen wieder runter. Und wenn du weiter gucken musstest, musstest halt wieder Geld nachwerfen. Oh, das ist also ja cool. Also ist das analoge Piepshow, was du machst? Eigentlich schon. Piepshow. Und ja. wie ist jetzt der Beruf, die Berufsbezeichnung? Webcam-Girl. Webcam-Girl. Webcam-Girl, Erotik-Model. Ja. Mhm. Ein Milliardenmarkt. <laughs> Wo Für aber die, keiner, machen, ja. keiner äh, drüber spricht. Ne? Keiner redet öffentlich darüber, dass er sich äh, so ein Webcam-Account eingerichtet hat. Kein Mensch guckt Pornos. Aber du? Äh, ich gucke die alle, genau. Die 8 ja? Milliarden, die es gibt. Natürlich gucke ja. ich Pornos. Da finde ich aber gut, dass du dazu offen zu stehst. Also ich ich habe noch nie einen, in Anführungszeichen, gut gemachten Pornofilm gesehen. Also ich weiß ja nicht, was ich da eintippen muss. Gut gemacht? Was ein, heißt denn gut ein, gemacht? Ein Frauenporno. Also da wo Frauen auch sagen, ja, hab ich Bock drauf. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo die Frau jetzt nicht als Sexobjekt dargestellt wird, weißt du? Das ist ja, ist ja der ist ja das Hauptproblem an Pornofilmen, ist diese, da ist eine schöne Frau, die ist blond, ein bisschen doof, macht den Mund auf, dann wird einer blasen, dann wird die neu fickt und fertig ist die Laube. Das sind diese so. professionellen. Das ist ja jetzt Filme. nicht so, das ist ja jetzt nicht so das, das Abbild, was die weg nach Hause komme. Aber wollen wir das? Also, wir wollen doch uns einfach nur erleichtern. Wir wollen doch kommen. Ja. Wir wollen doch einen Orgasmus haben. Da denke ich gar nicht zu sehr politisch und so, also gesellschaftlich. Bin ich ehrlich. Bei ja. mir funktioniert dann nur mein Womanizer. Und dann will ich was Geiles sehen. Du, 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 drei Minuten oder vielleicht auch schon eine Minute vorbei. Eine Minute? Da kommt ja. drauf an. Ja, ja. Oh, als ich im äh, Promi Big Brother Haus war, da war ich ja drei Wochen. Was glaubst du? Ich habe jeden Tag daran gedacht, ey, als ich mir das das erste Mal danach gemacht habe. Könnt ihr hab. das nicht machen? Habt ihr da nicht so. Ach, sag mal, ich kann doch nicht. das Orgasmus -Pausen. Ich, das Pausen? Das mache ich ja nicht, ne, im Reality TV. Selbstbefriedigung, Sex ist für mich ein absolutes No-Go. Das hebe ich mir dann wirklich auf, wenn ja. ich raus bin. Ja, weil es ja auch ein Moment für sich, ein sehr intimer Moment. Ne? Wenn du jetzt, äh, wie lange bist du vor so einer Cam? Wie lange ist da der, der Arbeitstag, der Arbeitsabend? Also, wenn ich alleine bin, ein bis zwei Stunden. Wenn ich zusammen mit anderen Mädels streame, zum ja. Beispiel auch mit Gina Lisa, ja. habe ich auch ein paar Shows zusammen, dann schon mal Drei, vier Stunden gucken da jetzt viele Leute zu oder ist es immer einzeln? Ähm, also, es gucken nicht so viele parallel zu, fünf, sechs Leute ja. vielleicht. Nein, nein, also, es ist jetzt nicht so mega Massenmarkt. Man wird dadurch auch jetzt nicht mega reich, aber Erotik ist ja so mein Business, ja, ja und ich liebe das und habe einfach so ver verschiedene Standbeine, alles im Erotikbereich und das macht mir Spaß. Und dann ist es okay und ja. kannst du von zu Hause aus machen. ne? Ja, Homeoffice. Ja, ist doch richtig cool. Sind wir Deutschen verklemmt, was Sex angeht? <laughs> ähm, nee, ich finde nicht. Nee, war? Ich habe halt immer nur mit Unverklemmten äh, zu äh. tun. Ja. Also finde ich überhaupt nicht. Aber ja, rein öffentlich, also zum Beispiel auch so in Shows oder so, da finde ich schon teilweise sehr. Verklemmt. Wenn man da mal ein bisschen über Sex reden möchte, wird sofort abgeschmettert, also, mein Gott. Mhm. Also dabei ist es doch das, was Menschen interessiert und was uns alle betrifft. Schon. Weil wir haben ja hoffentlich alle Sex. Ja, ich hoffe auch. Also das hoffe ich. Also, ich es sehr, sehr interessant, auch darüber zu sprechen, so, aber ich merke dann schon, manchmal ist es so schambehaftet. Also es ist zum Beispiel, äh, ihr Frauen redet ja auch über Sex mit euren Männern in Gruppen. Wenn er jetzt, du bist jetzt mit drei Freundinnen zusammen, ja. habe ich das gehört, dass Frauen schon über den Sex reden, den sie mit einem Mann haben. Ach so, ja. Bei Männern Definitiv. nicht so. Bei Gar Männern nicht ist eigentlich. das immer sehr angeberisch so, ah da die Blonde. Ach echt, ich so redest Die redet spreche ich ihr? an. Das ist sehr ja, Wild west mäßig noch. Sehr, sehr, ah. sehr toxisch. Also nicht mit, äh, ich bin verliebt in meine Freundin wir haben da ein Vorspiel und dann schlafen wir irgendwie dreimal eine Woche miteinander oder so. Also was Sondern kann sehr, man? ja, verklemmt. Eigentlich gar nicht. Ich sehr dachte immer, so, Männer reden so, gar nicht so, darüber. Ja, wie in so einem Westernfilm. Schnell, knapp, angeberisch auch immer. Echt? Ja. Okay, weil wir Frauen, wir reden schon sehr ehrlich. Also ich weiß zum Beispiel von meiner besten Freundin, wie das Sex ist mit ihrem Mann. Redet ihr auch über intimste Sachen? Ja. Wenn der Mann jetzt eine gewisse Vorstellung hat oder Wünsche, Leidenschaft im ja. Bett. Wir reden über alles. Wir Frauen, denn also wenn ich jetzt die Freundin meiner Freundin treffe, dann weiß ich jetzt hm? schon, okay, die weiß jetzt alles über mich. Die weiß, wie du unter der Hose aussiehst. <laughs> Kannst du aber von ausgehen. Du. Und macht ihr euch darüber lustig? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Nein, das ist ähm, ein Austausch ja. und äh, man hat immer mal sexuelle Probleme und dann holt man sich Tipps oder wenn man mal was ausprobieren ja. möchte, hast du schon mal ausprobiert, ähm, das ist eigentlich super cool, also ich muss sagen, ich genieße das auch, aber ich, so, so eine Gespräche mache ich auch nur mit ein, zwei Leuten, ne? für ja. mich nur, ja, das, ist ein das ist schon so sehr intim. Wie therapeutische Gespräche über Emotionen oder Gefühle oder wie es Ja, ja. Das haben wir Männer noch nicht so drauf. Mm -mm. Aber bleibt mal bitte dabei. Ich möchte nicht, dass. Also, wenn ich mir vorstelle, mein Freund redet mit seinen Kumpels über. Naja, weil Männer eine andere Einschätzung haben. Also, ich glaube, wenn ihr über die sexuellen Fantasien eurer Männer redet, dann ist das ähm, emotionaler, angenehmer. Männer sind halt immer so Angeber. Das stimmt. Aber Männer reden ja eigentlich auch nie über ihre sexuellen Fantasien. Trauen sie sich ja oft nicht. Ja, deswegen gehen sie ja dann oft woanders hin. Vielleicht hättet ihr es ja auch gemacht. Hallo? Das ist es ja immer. Ist so, was? Traut euch mal mehr, auch mit eurer Partnerin über eure Fantasien Meinst zu sprechen. Du, das ist so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hätte gerne einen Klatsch auf den Po irgendwie beim Sex, dass hm. ich dann zu einer Domina gehe, aber meine eigene Frau zu Hause das sofort machen würde. Vielleicht. Meinst du, dass das oft so ist? Ähm. Es ist ein Risiko, definitiv. Ja, weil gerade wenn es was Spezielles ist, ja. ähm, aber wenn wir jetzt von sowas reden, klatscht auf dem ja. also, Nee, ich würde, glaube ich, meinen Typen nie Männer auf. Männer tendieren po dazu hauen. zu sagen, nee, dann geht lieber geheim irgendwo. Hm. Ja, genau. Und das ist vielleicht manchmal ein Fehler. Scheiße, Man kann vielleicht seine Freundin auch ein bisschen einschätzen. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Naja, aber was soll jetzt passieren? Na, dass ich sie jetzt sagt, die Schwein. Äh, äh, hauen wir mal bitte auf den Arsch, kurz bevor ich komme. Ja, und dann, was sagt die Frau? Die wird ja nicht sagen, na, ich ziehe jetzt aus, ich ziehe jetzt erstmal zu meiner Mutter, das ist vorbei. <laughs> Zwischen uns ist was kaputt gegangen. Oder sagt die Frau nicht entweder ja oder nein? Also, ich bin ehrlich, wenn mein Freund mir das sagen würde, hau mir auf den Arsch, bevor ich komme, ich müsste so lachen. Ja, naja, ja, ich, dann lachst du. Er muss du. ja auch den Moment abgreifen, da habe ich andere Sachen gerade zu tun. Nee, wir mal, es ist Sonntagnachmittag, ich habe keinen Sex gerade, ihr ja. habt frei. Ja. So, und er sagt dir zu dir. Dann sagst du doch entweder. Ja, habe ich Bock drauf, mache ich, kein Problem. Sag's mir wann, gibst mir ein Zeichen. Oder nee, habe ich keinen Bock drauf. Aber wenn ich als Mann jetzt sage, komm, dann lass den Klaps auf den Arsch einfach weg, geht die Beziehung ja trotzdem weiter. Wenn du so cool drauf bist, dann ja. Ja, ja wenn du sagst, okay, ich brauch's eigentlich gar nicht unbedingt, mhm. dann ist in Ordnung. Hast du einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst, dann Schluss? Dann ist Feierabend? Mhm. Ist das, oder ist das Sicherlich ah, an Geld auch gebunden, oder? Dass ja. du denn sagen kannst, ich kann jetzt aufhören. Ja, also ich denke wirklich erst mit 65, 67, wer weiß, wie hoch das Rentenalter noch gesetzt wird. Gehst du richtig so auf Rente, dass du sagst, hm? bis zum 65. und ja. dann ist aber Feierabend. Ja, also ich sehe auch meinen Beruf als ich sag mal auch als ganz normalen Beruf. Also ich sehe ja. mich nicht irgendwie anders als jetzt ein Postbote, ein Bäcker. Ich bekomme auch meinen Rentenbescheid und ja. dann steht da eben ne, Sie bekommen ausgezahlt im Jahr 2048, keine Ahnung was. Und so sehe ich mich auch und ich arbeite ganz normal wie jeder andere auch bis 65, 67. Also denn davor gewinne ich im Lotto oder so, mhm. dann würde ich was anderes machen, aber da bin ich ziemlich normal, weil ich verdiene jetzt ja nun auch keine Millionen damit. Ähm, ich verdiene gutes Geld, das ermöglicht mir auch was zurückzulegen, ein bisschen hm. vorzusorgen. Und äh, mit 65 dann äh, ja, vielleicht zu sagen, jetzt ja, kann nach ich Nach Teneriffa. Mal... <laughs> Teneriffa, ja alle, hab, also, sind, alle nee, sind immer an Teneriffa, Leute, die Wenn ne, gehen und sagen, ich arbeite bis ich 65 bin, dann bin ich auf Rente. Die, die kaufen sich entweder ein Wohnmobil oder ziehen nach Teneriffa. Könntest du das auch machen? Nee. nee. du bist ja gar nicht so ein Tenderiffer-Typ, nee, ne? Überhaupt nicht. Nee. Also, ich weiß ja nicht, ob ich bis 65. Wurde es was anderes Ach, in, deinem, in deinem Leben geben, was du, du noch machen möchtest? Dass du sagst, also, ich bin Erotikdarstellerin jetzt bis zur Rente? Oder hast du noch was, wo du sagst, nee, ich mache noch was ganz anderes? Äh, ich würde gerne ein Kind großziehen. Hm? Das muss nicht mein eigenes sein. Ja. Ähm, aber ich würde gerne einfach Menschen gerne Gute Werte mitgeben, weil ich glaube, ja. ich habe ganz coole Werte. Vielleicht ein bisschen, na, ein bisschen verrückt, aber da hätte ich Bock. Also ein Kind zu erziehen, mhm. so, so ein vielleicht, weil ich selber ich bin 40, ähm, ich glaube, da passiert jetzt nichts mehr so bei mir. Könnte man noch mal checken lassen oder eben adoptieren? Ja, adoptieren ist glaube ich auch mit deutschem Recht ein bisschen schwer. Ja. Na, ich bin noch nicht verheiratet und so weiter, aber ich könnte mir vorstellen, ich habe mir immer gewünscht, vielleicht irgendwann einen Lebenspartner zu haben, der schon Kinder Mitbringt in die Beziehung. Ja. Hat dein Freund aber nicht. Nee, leider nicht. Was macht der beruflich? Darf ich das fragen? Na klar, Gastronom. Gastronom, okay. Ja, genau. Und der will auch keine Kinder und äh, deswegen habe ich gesagt, ich würde mir halt, wie gesagt, gerne so einen Mann wünschen, der schon Kinder hat. Aber wenn er keine Kinder will, ist ja ein adoptiertes Kind, ist ja auch ein Kind. Ja, gut, wenn es dann da ist. Achso, <laughs> du bringst du dann einfach mit nach Hause abends und dann <laughs> naja. sagst du zu ihm hier. Du, ich jetzt, war schwanger. Also ich glaube, ich werde es erst in zehn Jahren verwirklichen. So mit ja. 50, weil ich muss jetzt ja auch noch Geld verdienen. Ich bin ja, ja. auch nicht blauäugig, ich gehe ja nicht durchs Leben. Ja. Ich weiß, ich arbeite so viel, ich muss flexibel bleiben. Ich habe jetzt gar keine Zeit, mich wirklich um mein Kind zu kümmern. Ja. Aber mit 50, so wie Naomi Campbell das gemacht, hat, gut, Naomi Campbell ist Multimillionärin, ist auch noch mal was anderes. Aber dann könnte ich mir es vorstellen. Ja. Dann würde ich mich um Kind gerne kümmern. Und äh, wie ist denn eigentlich die Reality-Szene? Seid ihr alle so drauf, so wie wir Zuschauer uns so zu denken, dass ihr euch alle nicht mögt und euch die Augen auskratzt, wenn ihr euch seht? Oder ist <laughs> das, ist das eine Family? Wenn äh, auch eine sehr sonderbare Family. Ja, ich sag mal so, beides <laughs> nicht. Also, wir man mag ein paar Leute, ein paar mag man nicht. Ja. Ja, ähm, also ich habe sehr sehr guten Kontakt zu Julian FM Stöckel. Ja. Das ist einer meiner besten Freunde. Also wir tauschen uns wirklich sehr eng aus über alles. Und ja sonst klar, man kennt sich so ein bisschen. Wärst du mal auf meinen Geburtstag gekommen? Ja. Da war die Elite des Reality-TVs. Oh, da hättest du dich so wohl gefühlt. Und da hätte ich dann auftreten können. Dann bin ich halt was Ach, sag mal. Du, das ist auch toll, vor uns aufzutreten. Wir ich verstehen wenigstens ja, Spaß. Ich mag ja das überhaupt, so Ansammlung von Prominenten privat noch. Das ist für mich der Horror. Ach, Mensch, so viel waren da gar nicht. Das ist total Aber süße bei, dir, da, bei dir, das ist ja deine Welt, so wa? Aber für mich ist wirklich, ey, wenn ich, weiß ich nicht, die, die, die Entscheidung hätte, gehst du auf so ein Promi-Event oder rümpelst einen Keller aus, dann würde ich in den Keller gehen lieber. Ja, kann Aber ich ist auch verstehen. das ist meine persönliche Meinung. Andere sind da anders drauf. Machst du eigentlich so Fotos auf der Straße? Ja, das schon. Ja, also ja. wenn ich dich irgendwann sehe, da irgendwie im Rewe oder so. Das kannst du machen. Ja, ja. wenn ich dich dann, ja, dann so da. Da bist du so einer, der macht das, ist da kein, das schon. kein, kein Promi-Event. Ja, ich. Finde ich... Das lang, also ich finde das langweilig. Ja, da warst du aber. Hättest du wirklich mal zu mir kommen müssen. Wirklich. <laughs> nee, wirklich. Also, <lacht> <lacht> das hätte alle die ändern. <laughs> Ich werde nur noch auf Promi-Partys jagen, <laughs> hätte mich selbst animiert bei Temptation Island im Dschungelcamp, <laughs> hätte dann nur noch Reality-Formate gemacht. Ja, du musst zu Reality-Promi-Events, das ist immer lustiger. Glaub mir, nicht so solche langweiler Veranstaltungen da, wo immer die A-Promis sind. Ähm, Was wollte ich noch fragen? Reality ist ja richtig... Ja, läuft richtig, läuft wie Hulle. Wird jetzt auch immer mehr, weil die Produzenten jetzt äh, langsam mal gerafft haben, das ist schön billig zu produzieren, kannst, kannst du ordentlich was von machen. Als Dschungelcamp erfunden worden ist, glaube ich, vor 20 Jahren, da haben ja viele die Nase gerümpft und haben gesagt, das ist so Ekel-TV, das ist, das ist Unterschichten-TV. Also, wenn man was in der Birne hat, dann, dann guckt man sich sowas nicht an. Jetzt ist es freier geworden, finde ich. Also, ich kann jetzt öffentlich über Reality reden, dann habe ich immer noch Leute, die sagen: Nee, kenne ich nicht oder möchte ich nicht. Mhm. Aber äh, es, ist, es gehört dazu. Na, Weil es ja auch überhaupt nicht verwerflich und schlimm ist. Ja, ja das sind ganz normale Menschen. Äh, die machen ganz normale Dinge, vielleicht manchmal ein bisschen überzogen, aber letztendlich, ja, wie du sagst, bestimmt ja auch das Publikum, welche äh, Shows weiterproduziert werden und nicht umsonst boomt Reality TV. Ja. ja, und immer mehr, es gibt ja immer mehr Reality-Stars, wobei ich da dann auch das Wort Reality-Star nicht mehr in den Mund nehme. Ähm, ja, das sind dann eher, äh, wie sagt man, Reality-Darsteller. Stars sind es dann noch nicht, finde ich. Das finde ich auch mal sehr lustig, wenn man sagt, XY ist ein Star, weil die ist beim Bachelor als Achte rausgeflogen. <laughs> ja. Und die kriegt ein eigenes Format bei RTL2. Ja. Das, also, das ist zum Beispiel was das für mich sehr unterhaltsam macht. Dass ich dann erstmal den Star googeln muss, um zu gucken, wo kommt sie oder er jetzt her. Ja. Und dann führt sie sich aber schon auf, wie mhm. Jennifer Lopez, weißt du, bei ja. RTL2, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, ja. sich die Nägel machen geht. Genau. Ja, aber die sind ja dann auch meist ganz schnell weg. Also, ne, die haben da mal so, so eine hoch irgendwie und dann merken sie, dass da doch mehr auch dazugehört, um sich zu etablieren ähm, und dann sind die auch wieder weg vom Fenster. Also ich mache zum Beispiel auch nur alle fünf Jahre bei einer Reality Show mit. Ja. Im Schnitt. Warum mhm. nicht mehr? Ähm, ist so jetzt die Boomzeit. Wer weiß, was in fünf Jahren ist? Weil ich zum Glück noch andere Jobs habe. Also ich habe das Glück, dass ich nicht nur vom Reality TV lebe. Ja, das machen ja viele, deswegen machen die ja so ein Format-Hopping. Ja. Ähm, ich habe ja noch ganz viele andere Jobs. Ich bin noch DJ, ich ja. mache mein Cam, ich äh, mache noch ganz viele andere Sachen. Und ja deshalb kann ich mir das auch erlauben und mich Ich werde dann auch nicht so panisch oder so, wenn mich vier Jahre keiner anfragt, denke ich mir, pff, mein Gott, mhm. irgendwann gehen eh die Leute aus, aber wenn ich jetzt nicht bei so 50s angefragt werde, du, oh, da mache ich mir echt Gedanken. Ich entscheide mal aus dem Bauch aus, wenn ich auch gerade Zeit habe, ne? Das Geschenk. Ja, Mensch. Jetzt zum Ende. Ja, jetzt zum Ende. Wir haben ja schon ein bisschen drüber, na, richtig drüber nicht ein gesprochen. Ein Nein, was guckst Guck doch mal, hier habe ich noch schön verpackt. Was is ist es? Auch oh, ein bisschen politisch. Gurken? <laughs> Minigurken? Ja. Ist das eine Anspielung? Nein, oder um Gottes Willen. Siehst du, daran Gerüchte denkst du. Im, im Netz oh, über mich oder was? Dass daran ich jetzt -Gurken denkst du so. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Naja, Wenn man Frauen Gurke. einfach Gurken hinlegt, die sagen, oh cool, was Gesundes, Saftiges, ja, was Nachhaltiges, naja, kann man sich ist Bauch Ist doch klar, dass ein Mann bei einer Minigurke. Beleidigt ist. Entschuldigung. Dass ich jetzt nicht so eine also, Salatgurke kriege. Ja, und das fand ich halt obszön. Ich habe überlegt, Wieso? Weil, na, soll ich mit so einer Riesengurke Gurke hier ankommen? Das ist eine Gurke, das hier. bin ich nicht. Also eine obszöne bin ich nicht. Ne? Ich bin schon eher so eine dezente. Aber jetzt mal ehrlich, was hast du dir denn dabei gedacht? Also ich dachte mir einfach, was Gesundes, was man snacken kann, ja. Grünes muss ja auch, ein bisschen Grün muss weg. Ja. Ne? Grün muss weg. Ist, ist das jetzt die politische ja. Aussage dabei? Aber <laughs> das Grün muss weg. Ja, die sind nicht vergiftet, die kannst du ruhig essen. Bist du politisch? Also mischst du dich ein? Äh, na, nicht einmischen, aber ich ähm, ja, bin schon politisch. Ich gehe wählen, äh, rufe ja. auch immer auf, wählen zu gehen. Das ja. ist mir schon sehr wichtig. Ähm, setze mich natürlich auch äh, also gegen die AfD ein, also ja. mache auch bei Petitionen mit und so weiter. Aber ich bin, ach Mensch, ich bin ja auch in der CDU eingetreten. CDU? Ah, das habe ich wohl vergessen. Warum denn bei der CDU? Weil, weil die CDU ist für mich meine Lieblingspartei. Ja? Wo soll ich denn sonst hin? Aber du dass es nur noch andere gibt, ne? Ja, wo bist du denn? Sag ich nicht. Oh, siehst du, da bin ich nicht so. Ich sag ja immer offen, wen ich wähle. Nee, das, oh, das ist mir mal egal. Also ich sag nicht, wen ich wähle und ich, also ich gebe auch keine. Wenn du jetzt bei der CDU bist, bist du bei der CDU. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, das ist aber verboten, darfst du nicht machen, geh da raus oder wählt nicht die CDU. Ich mache keinen Aufruf, also ähm, wählt das oder wählt das nicht. Aber CDU ist mir jetzt, weiß man, glaube ich, auch jetzt nicht so nah. Ja. Das ist jetzt nicht so die Partei, wo. Ja. Die jetzt auch äh, auf mich <laughs> warten, dass die CDU jetzt sagt: Ach Mensch, schade, der Kurt Krömer. Aber ich frage mal. Ist ja mal keiner nach. von uns. Nee, im um Gottes Willen. Aber CDU ist <laughs> ja. schon konservativ. Wie ist das? Äh, du bist jetzt 40. Gibt es bei dir auch so ein damals war alles besser Ding? Oder? <laughs> nee, gar nicht. War damals halt damals und heute ist heute. Ja. Morgen ist Morgen. Du, ich mache mir auch gar nicht immer so die Platte über irgendwas. Ja. Gar nicht. Nee. Ich finde einfach, das Leben muss Spaß machen, man muss sich das Leben irgendwie schön gestalten, ja. ne, dass nicht immer alles toll ist, ist normal. Ja, ich sage immer das Beste draus machen. Und das klappt bis jetzt ganz gut. Und was ist jetzt der Plan? Der Hast Plan? Du einen Plan oder lässt es auf die Zukunft? Nee, der Plan ist weiterhin ähm, arbeiten zu dürfen. Ja, wenn man selbstständig ist, sage ich ja immer, ich bin dankbar, dass ich arbeiten darf. Ja. Ist ja auch immer ein harter Kampf, ne? Konkurrenz schläft nicht, wobei doch die Konkurrenz schläft eigentlich schon. Ähm, und einfach weiter so ein Leben führen. Irgendwann halt mal ein Kind haben. Ja. Ja. Du, ganz, ganz bodenständig eigentlich. Ganz normal. Das ist, was sich jeder Mensch wünscht, ne? Also hoffentlich. <lacht> ja. <lacht> arbeiten gehen zu dürfen. Naja, ich <laughs> ja, weiß jetzt nicht, ob in Deutschland. Naja, hm. Arbeiten gehen wollen. Ja, das ist das Problem. Äh, das war's schon. Oh, Frau Schäfer. Es hat aber Spaß gemacht mit dir. Ich War nehme den? jetzt meine Minigurken und mache einen schönen Salat. Kannst du <laughs> so, mir auch eine geben? Schon klein. Wann wirst du 50? In zehn Jahren. Zehn Jahren. Wann hast du die Geburtstag? Am 1. November. 1. November. Ja. Bist du, was bist du vom Sternzeichen? Ist das, das erste Mal? Guck mal, dass ich nach Sternzeichen frage. <laughs> Hier bei Astrofeelings. <laughs> Skorpion. Ja, ich auch. Bist du Ja. Nein. Ist bei dir auch so, dass die Leute dich denn immer anspucken, wenn du dein Sternzeichen sahst? Was? Nein, viele haben Respekt, weil Skorpione sehr tough sind. Viele verlassen den Raum, wenn ich das sage. Ist nicht dein Ernst. Ich hab da mit ja nicht am Hut gehabt, der denkt dann immer, hä, was kriegt der mich so blöde an? Ernsthaft? So, dann wissen wir ja, wir reden dann im Deluxe-Teil. Wir gehen ja gleich nur rüber in den Deluxe-Teil. Oh, Von es ist ja wie in der Camp, das sage ich aber, auch. Rüber. Ja. Gibt's auch einen Deluxe-Teil? Da gibt's ein Separé. Ein Separé? <laughs> Aber ist denn wie bei uns wie der gleiche Scheiß wie der andere Teil, oder? Ja, aber im Separé verdiene ich wenigstens Geld. Verdiene ich im Deluxe-Teil Geld? Nee. Nee. Oh, wieder nicht. Da musst du Geld noch zahlen. Scheiße. 14,95 Euro für 15 Minuten. So, ja, dann würde ich heute das erste Mal in der Geschichte von Feelings sagen: Wir gehen rüber ins Separé. Na dann. Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music. Bis gleich. Michaela Schäfer, war schön gewesen. Ja, fand ich auch. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht wieder zehn Jahre, bis wir uns wiedersehen. Okay. Michaela Schäfer, danke schön bis hierher. Danke. Tschüss. Tschüss. Kurt Krömer, Feelings ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wandery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wandery Producer, Patrick Fina und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung.